Heute wird es wirklich skurril. Wir wollen ein junges Reh zerlegen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Achtung, dieser Film ist nichts für schwache Nerven. Ein junges Reh, das ist bis gestern noch prima durch den Wald gehopst und hat sich von gesunden Dingen ernährt und heute liegt es bei uns auf dem Tisch. Und unsere Aufgabe ist es nun, aus diesem ganzen Tier portionsfertige Stücke zu machen. Fangen wir immer bei den Läufen an oder man kann auch sagen bei der Schulter. Was man dazu macht, wir dehnt das Ganze so ein bisschen rüber. Wenn wir jetzt hier mit dem Messer hineingehen, dann sieht man ganz, ganz deutlich, da bildet sich so eine Tasche. Carmen kann mal da genau hineinschauen. Schau mal, wie tief das da hinuntergeht. Da braucht man im Prinzip gar nicht durch Fleisch durchschneiden. Wer genau hinschaut, sieht ganz, ganz deutlich, wir bleiben nur in dieser Tasche. Und so schnell haben wir im Prinzip die Schulter von einem Tier ausgelöst. Die zweite Schulter geht natürlich ganz genauso. Wir überdehnen das Ganze wieder und wir ziehen hier einfach unter dem Blatt, ziehen wir einfach durch diese Hautfalte durch. Wir schneiden nicht durch großartiges Fleisch. Das zweite Blatt ist schon entfernt. Der nächste Arbeitsschritt ist, dass wir jetzt im Prinzip diesen Rippenbereich von dem Rücken trennen wollen. Dazu haben wir hier unten diese dünne Bauchhaut. Die schneiden wir jetzt vor der Keule, schneiden wir sie ein, und zwar bis zum Rücken. Dieses Rückenfleisch öffnen und dann sehen wir ganz genau und wir hören ganz genau, hier fangen unsere Rippen an. Hier ist das nochmal von innen wunderbar zu sehen, der Rippenbogen. Man kann das ganz gut erkennen, hier habe ich jetzt diesen Schnitt gemacht und wir führen jetzt praktisch unsere Säge in diesem Bereich weiter durch. Von dort vorne bis hier hinten einmal geradeaus durch. Das wird einfach so durchgesägt. Guck mal, dann haben wir jetzt hier unseren Bauchbereich mit den Rippenbögen. Jetzt machen wir das auf der anderen Seite ganz genauso. Ich drehe das Tier mal um. Und auch hier haben wir jetzt praktisch den zweiten Rippenbereich in der Hand. Unsere Rehfilets, die lösen wir jetzt erst einmal aus. Da gehen wir einfach auf dem Knochen längs und lösen praktisch mit kleinen Schnitten ganz vorsichtig dieses Rehfilet praktisch aus der Keule heraus. Auf der anderen Seite genauso. Das sind die besten Teile, die zartesten Teile vom Reh, die müssen natürlich heraus und die werden an dieser Stelle jetzt ausgelöst. Jetzt wollen wir den Rücken von der Keule trennen. Wir sehen hier schon, da habe ich ja hier den Schnitt gemacht, um den Bauch zu öffnen und genau an dieser Stelle gehen wir jetzt mit unserer Säge nochmal hinein und sägen praktisch jetzt den Rücken von der Keule ab. Jetzt haben wir hier unseren Rücken noch mit dem Nacken. Unsere Rippen, 1, 2, 3. Und genau an dieser Stelle, da mache ich einfach jetzt den Schnitt. Ich nehme nochmal meine Säge und trenne jetzt im Prinzip den Nacken vom Rücken. Jetzt haben wir unseren Rehrücken. Wie ich finde, das wertvollste Teil neben den beiden Filets. Was wir damit machen können, da blende ich euch jetzt gerade mal eben das Rezept ein für Rehrücken für zwei Personen. Das Stück ist da ein bisschen größer. Aber es ist ja auch nur ein Beispiel. So, da haben wir jetzt unsere doppelte Keule. Die wollen wir jetzt noch voneinander trennen. Hier in der Mitte kann man jetzt schon erkennen, da ist das Hüftgelenk dort an der Stelle. Da muss man sehen, dass man da genau hineinpiekst. Ich hoffe, dass die Kamera das sieht. Da, schaut mal, und schon habe ich die Kugel aus der Pfanne herausgelöst. Und jetzt brauchen wir nur noch mit der vorderen Seite des Messers den Knochen suchen und versuchen, auf der anderen Seite nicht so tief hineinzuschneiden. Ich schneide nur mit der vorderen Seite des Messers und ich suche den Weg am Knochen entlang und so haben wir dann praktisch unsere Keule auch ausgelöst. Da haben wir unsere Rehkeule, das eine Stück, die andere Seite machen wir genauso. Wie wir so eine Keule zerlegen, dafür haben wir auch schon einen Extrafilm gemacht, wird da oben eingeblendet, das Zerlegen einer Rehkeule. Ich habe euch heute gezeigt, wie man ein ganzes Reh auseinanderbaut. Weitere Rezepte rund um das Thema Fleisch, wie zerlege ich zum Beispiel die Rehkeule an sich oder wie pariere ich ein Rinderfilet, wird hier eingeblendet. Wer Lust hat auf immer noch sommerliche Gerichte, ist vielleicht bei meinen Tapas-Ideen. Gebt uns einen Daumen hoch oder abonniert, es würde mich freuen. Ich bin Kalle, ich hab euch lieb, wir sehen uns.